Hallo Freunde, willkommen auf Your Adventure Channel. Was wir euch heute zeigen ist, wir gehen ein Wochenende auf die Jagd. Die Ausrüstung zum Bushcraft unterscheidet sich eigentlich nur unwesentlich. Da kommt dazu ein Fernglas. Das Bushcraft-Messer nehme ich auch als Jagdmesser und eben die Waffe. Und da wir auf Wildschweine und Rehe jagen, haben wir hier jetzt ein Gewehr im Kaliber 30-06. Das heißt, da gibt es bestimmte Vorschriften, mit welcher Waffe man welches Wild jagen darf. Und deshalb haben wir hier jetzt eine großkalibrige Waffe mit dabei. Was das Übernachten anbelangt, den kennt ihr schon von einem meiner Videos. Da nehme ich mit jetzt, wir müssen heute Nacht rechnen mit circa 4-5 Grad. Ja, und hier nehmen wir mit den Carinthia Defense 4. Da sind wir super bequem aufgehoben. Wir übernachten nicht im Zelt, sondern ich habe das Hammock dabei. Das heißt, wir übernachten in der Hängematte. Überdacht wird das Ganze von dem DD-Tarp, 3x3 Meter, und für die Hunde haben wir hier noch einen Poncho-Liner dabei. Und was ihr ja von meiner Ausrüstung könnt, die kleine Survival-Box am Mann ist dabei mit allem Equipment, was da dazugehört. Natürlich hier bei der Jagd sowieso die Erste-Hilfe-Tasche, etwas Zunder, und später in der Jahreszeit, jetzt werden wir es noch nicht brauchen, aber irgendwann auch noch so Heatpads, falls es morgens doch mal an den Füßen kalt wird, dann hier Backup-Lösung. Dann, was jetzt schon mit reingehört beim Wetterumschwung, eine Mütze und die obligatorischen Handschuhe. Einen Kocher nehmen wir mit, einmal den Grangia Spiritus Kocher. Dann nehmen wir dabei den Hoboofen, eine Brennholzsäge. Axt nehmen wir diesmal nicht mit, und dann jetzt speziell eben auch zum Filmen haben wir auch noch eine Gaslaterne dabei. Die würde jetzt im Normalfall, wenn wir für euch da keinen Film machen, würde die dann auch entfallen. Jo, und ansonsten nehmen wir nämlich hier unsere Nalgene-Flasche zum Wasserwarm machen. Wir haben hier unser super leicht besteckten Kaffee haben wir dabei. Coca-Cola als Doping, hier kommt auch nochmal Wasser rein. Zum Essen gibt es Rinderrouladen, zum Frühstück gibt es Würst. Und hier haben wir dann noch eben zum unseren Kaffeekocher was dabei. Ja, das ist eigentlich die Ausrüstung, und das alles muss in unseren Hellax 40 reinpassen, den ihr ja auch schon von einem Video von mir kennt. Später in der Jahreszeit steigen wir dann um auf den nächstgrößeren Rucksack von Fjällräven. Den stellen wir euch dann auch mal extra vor. Hier haben wir jetzt 40 Liter zur Verfügung. Wenn man dann im Winter geht bei Eis und Schnee, dann wähle ich die 75 Liter Version. Jo. Und wenn ihr dann einschaltet, ja, den Jagdvideo, den zeigen wir dann euch als nächstes, wo wir das ganze Equipment hier einsetzen. Macht's gut, vielen Dank, bis demnächst, ciao, euer Hans. Hallo Leute, jetzt hatte man einen kleinen Crash hier mitten in der Nacht. Jetzt glaube ich, jetzt ist gerade hier der Baum, wo das Tarp fest war, ist glatt umgefallen. Jetzt müssen wir hier im Dani seine Behausung nochmal umbauen.